Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play House Flipper. Ja, in der letzten Folge haben wir das Haus hier fertig gemacht. Hier irgendwie ein bisschen so, naja, wie soll ich sagen, versucht das irgendwie richtig zu machen. Hier ist irgendwie so Schwierigkeiten, das will irgendwie nicht. Nicht wirklich zumindest. Hab auch keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Vor allem, ich verstehe jetzt nicht, woran das liegt, dass es hier funktioniert, hier aber nicht. So. Hier ist ja schon Maximum irgendwie. Ich kann den nicht bis... Oder muss das so rum? Hallo? Nee. Will er nicht. Rex, du bist hier ein kleines bisschen im Weg. Rex, komm mal her. Rex? Komm. Na komm, Rex. Na komm. Rex, ich bin hier. Ja, jetzt bleibt das liegen. Egal, dann lassen wir das eben so. Aber ich verstehe nicht, warum es hier nicht ganz da anschließen will. Sonst könnte ich hier ja noch eine Platte machen. Ja, jetzt ist Rex da. Kann ich das wieder hier entpacken. Aber egal. Fällt eh nicht so weit auf. Dann würde ich sagen, wir machen wieder ganz normal weiter hier Aufträge. Setzen uns an unseren Computer. Und machen noch ganz normal hier ein bisschen Kies und Sträucher. Hallo, ich habe zu Hause eine exklusive Zahnarztpraxis. Ich komme mit Löchern in den Zähnen zurecht, aber nicht mit Löchern im Boden und mit Unkraut. Ich bitte also sehr, schütten Sie das Unkraut und den Rasen vor dem Haus mit Kies zu oder mit irgendwelchen anderen Spänen. Bitte pflanzen Sie dann etwas hinein. Bitte, damit es schön wird. Grüße, Elsa König. Ganz schön viel Bitte, sagt sie da. Aber ja, wir akzeptieren das jetzt mal. Und ja, vielleicht können wir auch später dann auch noch irgendwie ein Auto kaufen oder sowas. Dann, Einpflanzen ist jetzt verfügbar. Du kannst jetzt den Garten gestalten. Du findest Pflanzen in der Kategorie Garten im Shop auf dem Tablet. Herzlichen Glückwunsch, du hast das neue Tool freigeschaltet. Mit dem Gartenschlauch kannst du die Blumen gießen, die Wassertanks füllen und den Schmutz außerhalb des Wassers und des Hauses abwaschen. Ja, geil. Wo ist denn das hier? Geil! Komm, dann machen wir Autowäsche. Ja, nice. So, was haben wir hier jetzt für Aufgabe? Entferne Unkräuter. Hier. Da haben wir noch was. Ach, hier. Dann muss... Da. Okay, den haben wir schon mal... fertig vom Unkraut entfernt. Hier müssen wir auch noch ein Unkraut. So. Hier. Oh, da oben auf der Minimap. Die Dinger sind mit Zahlen markiert hier. Geil. So, hier muss ich noch eins machen. So, dann haben wir hier noch Unkraut. Wir fangen erstmal mit dem ganzen Unkraut an. Hier ist nur noch da vorne, oder da hinten besser gesagt. Ach, die leuchten hier sogar am Rande grün. Nice. So, hier müsste irgendwo noch... Da. Dann haben wir den hier auch fertig und jetzt hier noch. Oh, hier ist am meisten. So, aha. Hier irgendwo muss ja noch sein, einer. Da. Fehlt noch irgendwo was. Ah, da. Okay. Dann streue die Decke. Zweifarbiger Kies. Die Decke? Hä? Okay. Hier nicht. Dann muss es wahrscheinlich hier sein.
Kleinste. Komm, wir nehmen das. Ah. Warte, kann ich das auch größer? Warte mal. Wir müssen auf dem Feld sein. Hier, zweifarbiger Kies. Nehmen wir den. Okay. Mehr kann ich hier auch nicht machen. Ah, nice. Das ist ja nice. Ja, okay, machen wir mal bis hierhin. Machen wir ein kleines bisschen mehr. Das ist ja aber richtig nice. So, hier machen wir bis hierhin. Hoppla. So. Kann jetzt schlecht sehen bis wohin. Ja, okay. Pflanze die Pflanzen ein. Nadelstrauch. Einmal. Welchen? Nadelstrauch. Nadelstrauch. Hier haben wir den. Na komm, hier passt er gut. Hä? Upsi. Okay, Nadelstrauch. Welcher ist denn das jetzt? Welchen will der jetzt genau? Die Aufgabe. Ganz normaler Nadelstrauch, aber. Hoher Nadelstrauch, 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 Nadelstrauch. Warte mal, jetzt muss ich nochmal so. Alles Nadelstrauch. Ja, aber welchen will ich jetzt? Den hier? Ah! So macht man das. Alles klar. Jetzt habe ich es gecheckt. Kann aber auch ein bisschen schneller gehen. Das Loch ist vollständig eingegraben. So. Und jetzt mit Erde bedecken. Ja. Optimal. Dann muss ich noch gießen. Die Pflanze wurde gepflanzt. Alles klar. Dann hier noch. Machen wir den. Jo. Selbe Spiel wie vorhin. Das ist aber geil. Auch hier brauche ich weniger drauf zu achten. Hier kann ich einfach direkt so. Und wieder neue Stoff.
Komm, wir nehmen denselben wieder hierfür, packen den auch dahin und jetzt wieder shippen. So, letztes Mal. Dann kann ich den jetzt und mit der Erde bedecken. Ah, und gießen. Und hier jetzt auch nochmal ein paar wieder Kies. Wieder so. Hier brauche ich auch nicht drauf zu achten, wo die Grenze ist. Einfach alles voll machen hier. Und dann nehmen wir wieder denselben Nadelstrauch. Machen wir hier. Pflanze einsetzen und graben. Oder mit Schaufeln würde ich mir wünschen, dass es auch schneller gehen würde. Und mit Erdbeeren. Schau mal, können wir das auch skillen? Verbesserungen. Hier bestimmte. Schnelleres Pflanzen um 80%. Einstellbare Geschwindigkeit zum Legen des Rollrasens. Schnelleres Graben mit der Schaufel von 75%. Oh, geht ja auch. Dann Schaufel Biushi, Bioshi oder wie man sagt, effizienteres Graben. Axtfetzer erhöht Schlagkraft und Geschwindigkeit. Geil! Ein Mähdauer, Neufigkeit für eine Mähdauer, eingepflegte Pflanzen, Pflanze, Entschuldigung, und ein Unkraut entfernt, ein Magofügel entfernt. Ah, okay. So. Ja, jetzt können wir das. Ich würde sagen, hier. Und hier noch Aufgaben, zwei Farben Kies hier, so, dann ab hier, dann wieder hier und hier, dann wieder hier. Dann muss das jetzt hier so haben und dann wieder alles. Und können wir auch noch jetzt. Noch einen Nadelstrauch und wieder denselben. Ich finde das aber schon nice. So. Und fertig. Ach, noch nicht ganz. Jetzt ist fertig. So. Trinke eben noch einen Schluck von meinem Kaffee und dann würde ich gerne auch mal hier drinnen gucken. Ah, ich kann hier leider nicht rein. Schade. Hier hinter kann ich auch nicht. Das ist auch nice. Oh, das ist nice. Aber ins Haus kann ich nicht. Okay, schade. Sieht auch nice aus. Aber egal, dann beenden wir den Auftrag jetzt. Ja, 2105 Euro gehen klar. Ja, nice. Sieht schon richtig nice aus.
Bilder im Portfolio speichern. Wie, kann ich diese Bilder jetzt... Hä? Habe ich die jetzt bei mir in der Galerie oder wie? Warte mal. Fotografie, Fotos... Nee. Nee, hier will ich jetzt nichts. Zumindest noch nicht. Kann ich später gerne hinzufügen oder so? Ja, komm, wir machen jetzt den nächsten Auftrag. Würde ich sagen. Büsche zu entfernen. Ja, komm. Hallo, ich melde mich mit einem Problem. Ich habe versucht, das Unkraut loszuwerden. Zu diesem Zweck habe ich zum Glück nur lokal ein Unkrautvernichtungsmittel ausprobiert, das sich dann als außerordentlich effektiv herausgestellt. Vom Unkraut ist keine Spur mehr übrig geblieben. Einige Sträucher hat es aber auch ordentlich erwischt. Schade, dass es gerade bei der Gartenpforte war. Die Sträucher sind total verdorrt und sehen einfach unmöglich aus. Grabe sie bitte jetzt also vollkommen aus. An der Stelle kannst du einfach neuen Rasen ausrollen. Und bei Gelegenheit auch den normalen Rasen mähen. Das wär's dann. Danke. Grüße, Emil. Ja komm, den machen wir jetzt auf. Oh, das sieht aber übel aus. Wenn der Schmutz so hoch ist, so. Oh Mann, da wollte ich nicht. Herzlichen Glückwunsch, du hast das neue Tool freigeschaltet. Ab sofort kannst du das Gras mit dem Rasentrimmer schneiden. Geil. So. Wo ist der Rasentrimmer? Da. Okay. Ach, hier. Hier kann ich den Rasen. Oh, nice. Das ist ja nice. Komm, ich schneide den ganzen Rasen hier. So, gibt's noch mehr? Da hinten gibt's auch noch was zum Mähen. Wir sind ja ein guter Handwerker, wir machen mehr als wir müssen. Aber der wird sich freuen, der Herr. So, kann ich da irgendwie hinter? Nice! Komm, hier machen wir auch. Wir sind mal so nett. Ja, Mann. Der wird sich freuen. Ich habe ihm den ganzen Rasen gemacht. Keine Ahnung, ob ich hier überhaupt hin darf. Aber ich finde es irgendwie geil, dass ich hier jetzt einfach durchgebackt bin. Stelle ich ihn auch in Rechnung. War nice. Der hat einen Pool. Hoppala. Ups. Ja, das geht aber schnell. Ah, jetzt kann ich rein. Ja, ich bediene mich einfach mal an seinem Garten, geil. Das ist irgendwie schon geil. Dass ich hier einfach jetzt so reinspaziere, mich an seinem Pool bediene, seinen ganzen Rasen mache. Ich mache aber wenigstens auch mehr, als er will, ja? Stelle ich ihm zwar auch in Rechnung, aber, also, ich denke, das ist dann auch ein bisschen legitim, so, wenn ich dann auch mal hier
in deinem Pool mich vergnüge. Oh. Ich glaube, ich hätte auch einfach so reingehen können. Oh, da ist noch was. Ja. Mähe den Rasen. Hier fehlt noch ein bisschen was. Zu 97% haben wir den Rasen gemäht. 97%. Hier ist 96 da. Okay, hier haben wir fertig. Den Rasen. Schauen wir uns mal den Rasen an. Der ist fertig. Okay. Dann gehen wir nochmal hier hin. 97%. Hier muss immer noch was sein. Ah, jetzt. Aber hier ist auch noch was zu sehen. Irgendwo. Dann schauen wir uns mal den Rasen da hinten nochmal an. Ob der auch vollständig ist? Der ist vollständig. Wächst einfach sofort so schnell nach, oder wie jetzt? So, der ist fertig. Nur. Allein fürs Rasenmähen schon 263 bekommen. Das ist nice. So, jetzt sollen wir das hier entfernen, entfernen. Und das entfernen. So, Rollrasen. Wo war denn das nochmal? Okay, nehmen wir hier. Nee, wir nehmen mal. Dann nehmen wir mal L. Ja. Und benutzen. Und benutzen. Okay, wie macht man das dann? So? W zum Entfalten oder? Entfalten oder Falten? E schneiden und abschließen. Ah! Oh. Hoppala. Dann nochmal hier Rasen. Nochmal L. Und dann hier. Ah. Okay, jetzt habe ich verstanden. Dann XS für dieses Stückchen. Hier ist fertig, okay. Das ist ja nicht schlecht. So, dann hier XL. Hier nehmen wir das dicke Ding. Ne? Passt nicht, okay. Okay, warum wird es nicht ganz funktionieren? Ah, jetzt. So, komm, das machen wir. Das ziehen wir noch bis hier hindurch. Und hier auch nochmal. Rasen, den, L. Und nochmal. Komm.
Ne, da ist schon zu weit, dann machen wir so. Und so. Perfekt. Ja, 1052. Geht ja wohl. Aber das Haus können wir auch nicht betreten. Schade. Ja. Wenden wir mal. Das Haus sieht auch nicht schlecht aus, so vom Design her. Gefällt mir irgendwie. Ja, komm, einen Auftrag machen wir noch. So, ja, da haben wir jetzt viele Aufträge. Kleiner Rasen mit Pool. Bäume zu fällen. Oh, ja, das machen wir. Betreff Bäume zu fällen. Servus. Bei mir auf dem Grundstück gibt's Bäume. Mein Opa hat sie gepflanzt. Sie sind gewachsen und gewachsen. Und jetzt sind sie schon dermaßen riesig, dass gar kein Sonnenlicht mehr aufs Grundstück durchdringen kann. Die jungen Pflänzchen unter den großen Bäumen wollen nicht wachsen. Und ich hätte so gerne einen Gemüsegarten und würde so gerne auf der Terrasse liegen und mich bräunen lassen. Deswegen will ich wenigstens zwei dieser Bäume umschneiden lassen. Kann ich mit deiner Hilfe rechnen? Aha, noch was. Mein größter Traum wäre so ein kleiner Teich neben der Terrasse. Es würde vollkommen ausreichen, die Bäume zu entfernen und den Teich zu installieren. Um die Blümchen kümmere ich mich schon allein. Herzlichen Dank, KTS. Komm, ich will Bäume fällen. Das will ich jetzt. Ja, Mann. Da habe ich richtig Bock drauf, auf jeden Fall. So, herzlichen Glückwunsch, du hast das neue Tool freigeschaltet. Das Entfernen großer Bäume erfordert, sie zu fällen. Du wirst auf jeden Fall eine Axt brauchen. Beachte jedoch, dass der Baum aus Sicherheitsgründen so niedrig wie möglich geschnitten werden sollte. Ja, wir haben eine Axt! So, wo ist der Baum? Der hier. Ja. Das geht doch auch schneller, oder? Okay. Besser dann wahrscheinlich hier. Ja, hier wäre optimal. So. Vergrabe und fülle. Längsteich. Komm. Nee, ich glaube nicht, dass der. Dann wahrscheinlich. Komm, wir nehmen. Ist zwar kein Weiß, aber. Ja, komm, wir nehmen den. Und tun den hier hin. Setze Teich ein. Oh. Achso, jetzt kann ich den einsetzen. Und mit Erde bedecken. Und mit Wasser einfüllen. Fertig! Aber wir haben eine Axt! Ja, Mann! Da hinten der Teich. Ja, Mann. Aber ich würde sagen, in der nächsten Episode
Machen wir weiter. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst und eingeschaltet hast. Und ciao.